Guten Morgen zusammen. Mein Name ist Christian Meuter vom Visit USA Committee und ich möchte euch ganz herzlich zum nächsten USA-Webinar willkommen heißen. Schön, dass ihr alle mit dabei seid. Schön, dass ihr nach wie vor die Lust habt, euch weiterzubilden und zu schulen. Und lasst uns einfach versuchen, das Beste aus der aktuellen Situation zu machen. Ich glaube, wir müssen jetzt auch gar nicht viel länger über die ganze Situation reden und uns selber ein bisschen leid tun, sondern wir sollten positiv weiter nach vorne gucken und uns um das Webinar kümmern. Wir haben ein sehr, sehr schönes Thema heute mit dabei. Wir gehen an die Westküste Floridas nach St. Pete, Clearwater. Und da haben wir die liebe Eva Hens dabei, die uns viele Geheimtipps und nicht nur die schönsten Strände der USA zeigen wird. Hallo Eva, guten Morgen. Ja, hallo lieber Christian, danke für das, liebe Eva. Auch von mir einen schönen, sonnigen guten Morgen. Wie immer gilt natürlich, wenn ihr Fragen habt, gerne über den Chat stellen. Ich gebe die Fragen dann an Eva weiter, beziehungsweise wenn es irgendwas Technisches ist, versuche ich euch direkt weiterzuhelfen. Ansonsten Eva, Webinar ab, würde ich sagen. Ja, vielen Dank. Also auch euch allen nochmal einen schönen sonnigen guten Morgen und wie es schon da steht, willkommen in St. Pete Clearwater. So, das bin ich. Mein Name ist Eva Hens mit dem tollen Titel Central Europe Marketing Manager. Das ist aber alles nicht so wichtig. Wichtiger ist vielleicht eher unten das orange geschriebene über die Info at visitspc, steht für stpeteclearwater.de. Könnt ihr jederzeit mich immer erreichen, Fragen schicken. Das gleiche geht auch mit Eva at, landet dann direkt bei mir, aber im Prinzip die Info at landet genauso bei mir. Also scheut euch nicht, auch weiterhin mich anzuschreiben, Fragen zu stellen oder eben ja aktiv die Website zu besuchen. Ja, und ich habe mir überlegt, wie beginne ich überhaupt dieses Seminar? Tue ich so, als ob nichts wäre oder... Und dann kommt tatsächlich gestern von unserem Head Office, und dafür liebe ich die Leute ja da drüben. Also ich muss sagen, ich kenne dieses Gebiet und alles, was dazugehört, seit ich klein bin, und liebe es einfach. Und die haben gesagt, wir stoppen nicht alle Marketingmaßnahmen, deswegen machen wir auch dieses wunderbare Webinar hier heute mit euch, sondern wir machen eine neue Kampagne, und die seht ihr hier. Und die nennt sich, Moment, die nennt sich Brighter Days Ahead. Also sowas wie alles wird gut, nur ein bisschen seriöser. Ihr könnt das Ganze auch nachlesen unter www.vspc, also Visit St. Pete Clearwater, die Abkürzung, .info, recht einfach gehalten. Und das ist eine sehr schöne Website. Wie gesagt, sie gibt es erst seit gestern. Ich habe sie mir mal angeguckt. Natürlich findet man da die neuesten Infos über Covid-19, die Verhaltensmaßregeln, was geschlossen ist, was geöffnet ist, aber eben auch sehr, sehr viele positive Sachen. Es gibt Live-Videos von den Beaches, die man leider im Moment nicht besuchen kann, dass man sie wenigstens auf dem Bildschirm hat, inklusive Meeresrauschen. Dann habe ich gesehen, gibt es 15 Filme, Movie-Empfehlungen, Kinofilme, die alle in unserer Region gedreht werden, wurden und die man sich angucken kann, solange man nicht hinreisen kann. Und das Ganze geht dann bis hin zum Bingo und Kreuzworträtsel, dass man sich also nicht langweilt. Und ja, das finde ich einfach so schön. Und dazu gibt es auch einen kurzen Trailer und dann guckt euch den mal an. Ich finde, es macht einfach ganz gute Stimmung. Sehr schön. Ein bisschen positive Einstellung zum Ganzen. Genau. Super. Also, film ab. There are beaches we can't wait to revisit. Sand we can't wait to feel between our toes. Water we can't wait to dive into. But for now, we'll wait. And make sure we're keeping all of us safe while we get through this together. So let's stay positive and find those glimmers of sunlight. Because there are brighter days ahead in St. Pete, Clearwater, Florida. Eine sehr schöne Message. Genau. Let's stay positive. Finde ich gut. Ja? Genau, so sieht's aus. Und ja, dazu zu dem Thema St. Pete Clearwater. Natürlich geht alles weiter. Und ich habe mir gedacht, ich hoffe einfach, dass ihr alles alte Hasen seid. Natürlich habe ich ein paar Basics eingebaut. Aber ansonsten würde ich einfach gerne drüber sprechen, was gibt es Neues? Was ist wirklich ein Insider-Tipp? Sehenswerte Orte, die man vielleicht noch nicht so kennt.
Und ganz wichtig, wo kann man ganz viele Dollar sparen und vielleicht auch mal was umsonst bekommen. Deswegen habe ich diese vier Kategorien mir so gedacht und ich denke, es ist auch in eurem Sinne. Wir fangen mal an. Ja, das ist so ein klein Tricky von mir, dass es mir nicht zu langweilig wird. Ich habe das Ganze mal in vier Elemente gegliedert und wir starten in der Luft, weil wir ja nicht dorthin schwimmen können, das wäre ein bisschen zu weit. Also wenn die Flüge dann wieder gehen, sind wir ganz gut aufgestellt. Unser nächstgelegener Flughafen ist Tampa. Tampa ist nur 30 Minuten von unseren wunderschönen Stränden entfernt und wir sind sehr, sehr happy, dass wir mittlerweile aus Zentraleuropa 3 Direktflüge haben. Lufthansa aus Frankfurt, also aus Deutschland raus, aus der Schweiz raus mit der Edelweiß, Zürich-Tampa direkt und relativ neu seit letztem Jahr Amsterdam-Tampa, sodass wir auch den niederländischen Markt bedienen. Und dann geht es direkt von Tampa an unsere Strände. Wenn jetzt Tampa kein Flug zu kriegen ist oder zu, ja, es passt nicht mit den Zeiten, dann ist Orlando auch ein sehr guter Ausweichpunkt. Überhaupt, wie ja in Florida immer alles zusammenhängt, sehr interessant vielleicht, dass Orlando nur 90 Minuten von uns entfernt liegt. Also kann man unser schönes Gebiet wunderbar auch mit den Themenparks und alles, was Orlando so zu bieten hat, verbinden. Zum Beispiel in einem Tagesausflug, habe ich auch schon gemacht, morgens hin, abends zurück. Oder man startet in Orlando und geht dann zur Erholung nach uns. Ja, aus der Luft betrachtet sieht man auch, was es Besonderes mit unserem Gebiet auf sich hat. Nämlich wir sind eine Halbinsel, die an der Halbinsel Florida an der Westküste so dran klebt. Wir sind fast komplett von Wasser umrundet. Auf der westlichen Seite ist es der Golf von Mexiko, im Osten die Bucht von der Tampa Bay. Und unser nördlichster Punkt ist Tarpon Springs, südlichster wäre Fort DeSoto Park und dazwischen liegen 56 Kilometer preisgekrönte Strände. Das ist diese orangene Linie, die man hier auf der linken Seite sieht. Das sind also vorgelagerte Inseln mit wunderschönen Stränden, die immer wieder ausgezeichnet werden. Und wenn man jetzt St. Petersburg sucht, die Innenstadt, das wäre dann rechts unten, da wo die ganz vielen Schriftzeichen sind. Ich weiß nicht, ob man das gut erkennen kann, aber da kommen wir später nochmal drauf. Und dazwischen, das ist dann schon fast so eine Art Geheimtipp, liegen die 26 Gemeinden. Da kommen wir auch später noch zu. So, ja, jetzt kommen wir von der Luft schon zum Wasser. Und das würde ich, habe ich es jetzt einfach mal so als Insider-Tipp genannt, weil ich muss euch jetzt nicht aufzählen, wie viele Boote man da mieten kann und wie viel Wassersport man machen kann. Es ist alles da, von Jetski über die Schnellboote, die langsamen Boote, die Paddelboote, Segelboote etc. Was ich ganz toll finde zu kommunizieren, sind einfach die Tierbegegnungen. Man kann sie so nicht buchen. Also wenn zum Beispiel das linke Bild zeigt tatsächlich Manatees, die dass dieses Boot da in St. Key gesichtet hat, das muss ich ehrlich sagen, ist mir auch noch nicht passiert. Diese Manatees, diese Seekühe, die ja in den warmen Florida-Gewässern zu finden sind, und zwar in ruhigen Gewässern nur, also nicht im offenen Meer. Oder was aber fast garantiert ist, sind Delfine. Also wir haben hunderte von Delfinen in Golf von Mexiko sich tummeln und da ist es sehr, sehr wahrscheinlich, dass, also ich bin jetzt nicht so der Jetski-Fahrer, aber meine Töchter haben das gemacht und die hatten ruckzuck, ich glaube nach 5 Minuten schon 2 Delfine neben sich her schwimmen. Das war also ein super Erlebnis und das kann man also jederzeit ja sich sowas ausleihen und eben diese Tiere in freier Wildbahn dann angucken und erleben. Ja, wir gehen weiter vom Wasser an die Küste. Und wer kennt sie nicht? Ich hoffe, ihr kennt sie alle und, oder habt schon mal von gehört, unsere Beaches. Unsere Beaches haben wir auch extra in einem Beach Guide. Wer also Interesse hat, das Golf to Bay Magazine zu bestellen, wie gesagt, unter der Info-Adresse sehr gerne oder auf unserer Website. Da ist ein eigener Beaches Guide drin, der die Strände beschreibt im Einzelnen. Und ja, und da gehen wir jetzt mal drauf ein. Jedes Jahr gewinnen wir unsere Preise. Ausgerechnet dieses Jahr haben wir es nicht auf Platz 1 geschafft. Aber letztes Jahr und vorletztes Jahr war Clearwater Beach jedes Mal der schönste Strand von
der USA von 650 Stränden und sogar Platz 6 top weltweit. Ja, dieses Jahr ist es Platz 5. Dafür hat sich St. Pete Beach nach vorne geschafft, auf Platz 2, von 4 auf 2. Also sie haben quasi getauscht, mehr oder weniger. Also daran kann man einfach nur sehen, was gebe ich auf irgendwelche Preise und Titel. Es sind wunderbare Strände und sie werden auch von unabhängigen Gremien, auch von Strandgeologen und so weiter immer wieder ausgezeichnet. Und ja, weil wenn wir behaupten, wir hätten die schönsten Strände, dann glaubt uns das sehr. Noch nicht so wirklich jeder. Ja, also sehr, sehr schöne Strände, sehr viele Delfine sind schon mal nicht die schlechtesten Grundvoraussetzungen, würde ich sagen. Das ist doch ein ganz gutes Argument, oder? So bei den deutschen Urlaubern. So, jetzt kommt der erste Insider-Tipp, weil wir haben nicht nur unseren berühmten Clearwater Beach und St. Pete Beach, sondern wir haben auch ganz naturbelassene Strände. Ich nenne sie auch gerne Robinson Crusoe-Strände, weil die wirklich Natur pur sind und wie Florida vor hunderten von Jahren unberührt. Also dieses Bild zum Beispiel von Caladesi Island, das ist jetzt nicht während Corona entstanden, sondern da ist es wirklich fast immer so leer. Deswegen auch Insider-Tipp, weil kaum einer dorthin geht. Weil natürlich, klar, man nutzt die Hotelstrände, liegt direkt vor der Tür. Und das wäre so ein Tagesausflug. Also hier gibt es halt auch kein Hotel, was man buchen kann, sondern dort würde man für einen Tagestrip hingehen. Noch ein Insider-Tipp, am besten werktags. Wochenend sind natürlich auch viele Einheimische dort unterwegs. Das untere Bild vor De Soto Park wäre auch so ein Naturschutzgebiet mit wunderbaren Stränden. Da sieht man wieder die Manatees zwischen den Kanus schwimmen. Also es gibt ganz, ganz viele Naturerlebnisse und man ist wirklich dort teilweise an manchen Stellen ganz allein unterwegs und fühlt sich ja wie Robinson Crusoe. Wobei es gibt eine Einschränkung, gerade bei Caladesi, dort fährt eine Fähre hin. Man muss also sich nicht unbedingt ein Privatboot mieten, sondern es gibt tägliche Fährverbindungen, die fährt alle 20 Minuten und muss man auch nicht vorab reservieren, also so überlaufen sind die nicht. Die sammeln auch abends dann alle Menschen wieder ein, damit die Tiere und Natur und Insel ihre Ruhe hat. Wie lange fährt die Fähre? Circa 20 bis 30 Minuten. Mhm. Okay. Und allein das ist eigentlich schon ein Erlebnis, weil auch da hat man dann, wie oft die Delfine schon nebenan schwimmen und der Steuermann, der erklärt halt dann schon ein bisschen, was man so sehen kann, wenn irgendwelche Wildvögel unterwegs sind oder sowas. Und nach Honeymoon Island kann man dann mit dem Auto kommen? Oder? Genau, ja, also das ist vielleicht ganz gut zu wissen. Die Fähre startet von Honeymoon Island, das ist auch so ein Naturschutzgebiet. Dort fährt man mit dem Auto hin, gibt es einen großen kostenlosen Parkplatz. Braucht man sich also auch nicht zu sorgen, dass in einer Stunde die Parkuhr abläuft und man muss von Caladesi wieder rüber, um nachzuwerfen. Und das von Honeymoon Island aus startet dann die Fähre und fährt so 20 Minuten rüber nach Caladesi. Hast du eine Ahnung, was die kostet, die Fähre? Die Fähre kostet, die ist nicht so teuer, die kostet um die 14, 15 Euro. Also Dollar sind es, glaube ich, 16 Dollar oder sowas. Also umgerechnet 14, 15 Euro, aber das ist schon Roundtrip. Man kann auch kein One-Way buchen, weil, wie gesagt, es ist verboten, auf dieser Insel zu bleiben und die gucken dann auch danach. Man kriegt auch eine Rückfahrtszeit, an die man sich jetzt nicht ganz so stark halten muss. Also wenn da jetzt steht, 16.30 Uhr ist Ihr Rückfahrticket, dann kann man schon auch mal auf 17 oder 17.30 Uhr verlängern. Wichtig ist, dass abends dann alle wieder runter sind. Mhm. Genau, also 16 Dollar, stimmt, ich habe gerade mal parallel gegoogelt, 16 Dollar ist richtig und Kinder 6 bis 12, 8 darunter kostenlos. Genau. Und du hast gesagt, alle 20 Minuten fährt sie, ne? Alle 20 Minuten und braucht ungefähr 20 Minuten. Ja. Okay, super, danke. Ja, das war unser Strandgeheimtipp oder Insider-Tipp. Jetzt kommen wir zu den vorhin schon angekündigten 26 kleinen Gemeinden. Ich habe sie unter sehenswerte Orte jetzt hier einsortiert, charmante Küstenstädtchen. Das ist eine richtige Besonderheit an unserer Region und an unserer Halbinsel. Ich werde jetzt für 26, bräuchte ich jetzt noch 26 Stunden. Deswegen habe ich mal drei rausgepickt, die unterschiedlicher nicht sein könnten. Ganz oben im Norden liegt Tarpon Springs. Das ist, wie gesagt, unser nördlichster Punkt. Und was man hier auf dem kleinen Bild
erkennen kann oder vielleicht nicht erkennen kann, ist ein Schwammtaucher. Tarpon Springs ist eine ganz alte Schwammtauchersiedlung. Und jetzt kommt das Kuriose dabei, sie ist fest in griechischer Hand. Also, dort wurden natürliche Schwämme im Meer entdeckt und die einzigen, die damals vor 100 Jahren, es ist also über 100 Jahre mittlerweile diese Tradition, waren die Griechen, die das beherrschten, diese natürlichen Schwämme auch zu ernten und zu pflegen und zu hegen. Und die kamen jetzt nicht nur ein Taucher aus Griechenland oder zwei bis drei nach Florida, sondern die haben natürlich ihre ganzen Familien mitgebracht. Und ja, so ist das heutzutage noch eine griechische Enklave und fest in griechischer Hand. Ich habe schon Leute gehört, die gesagt haben, ach, das ist wie eine Filmkulisse. Du kommst da hin, du hast blau-weiße Häuschen, du hast eine orthodoxe Kirche plötzlich, du hast griechische Musik laufen, es gibt nur griechisches Essen und du denkst, du bist in irgendeinem Themenpark gelandet mit Thema Griechenland. Aber es ist wirklich authentisch. Also das ist das eine Lustige, dass man eben, dass die ihre Tradition so pflegen da und ja, man sich auch mit denen austauschen kann. Aber eben auch die Schwammtaucher-Tradition wird dort erklärt und ganz toll dargestellt in dem Museum und in Vorträgen. Man kann auch mit den Booten mit rausfahren und zuschauen, wie das gemacht wird. Ist ein toller Tagesausflug. Also wie gesagt, nicht nur Hotelstrand, sondern vielleicht auch mal ein bisschen rumfahren. Das etwas weiter südlich ist Dunedin und Dunedin ist auch kein floridianischer Name, sondern der kommt aus Schottland, weil dieses Örtchen von Schotten gegründet wurde. Und ich glaube, in Dunedin gibt es mehr Bier zu trinken als in ganz Florida. Also ich weiß nicht, wer das amerikanische Bier kennt, der kann die Schotten verstehen. Das erste, was die gemacht haben, haben schottische Bierbrauereien dort gegründet und ihr eigenes Bier gebraut. Und da gibt es also Biere unvorstellbar. Ich bin jetzt nicht so der Biertrinker, aber es ist auch, man sollte auch nicht nach Dunedin kommen, nur um Bier zu trinken, sondern es ist einfach so ein richtig schönes kleines Fußgängerstädtchen mit ja, mit gepflasterten Wegen und gemütlich. Und es ist eine ganz andere Atmosphäre, als man zum Beispiel in Tarpon Springs findet oder in Clearwater Beach. Also auch da ist es wieder ein sehr schöner Tagesausflug, um mal was anderes zu erleben. Mhm. Etwas flippiger wird's weiter südlich, schon fast auf dem Weg nach St. Petersburg Innenstadt in Gulfport. Gulfport ist eine Künstlerenklave. Also hier ist kein ethnischer Hintergrund, sondern hier haben sich einfach die Künstler angesiedelt und das ist fest in Künstlerhand. Die haben dort ihre Galerien, ihre Kunststudios, alles offen. Da ist irgendwie immer Tag der offenen Tür. Man wird mit offenen Armen empfangen. Es spielt sich fast alles auf den Straßen ab. Es ist bunt, es ist flippig. Die feiern auch dauernd irgendwelche Feste. Und ja. Das ist wieder dann wieder was ganz anderes. Und ich sage immer ganz gerne, jeden Tag eine neue Welt entdecken. Wenn ich gefragt werde, wie viele Tage sollte man denn auf so einer Florida-Rundreise in Ihrem Gebiet einplanen? Ja, 26 gemein, 26 Tage. Ganz also, einfach, ne? Ja, also es gibt wirklich sehr, sehr viel dort zu erleben und zu entdecken. Und man sollte... Du, wenn wir hier gerade die Karte haben, also ich gerade, kann man hier auch Kaladesi und Honeymoon Island sehen, wo die Fähre losgeht quasi? Ja, kann man sehr gut sehen. Warte. Und zwar, wie hast du gesagt, soll ich das machen? Einfach also kreisen, du kannst jetzt einfach genau einkreisen. Genau. Okay, also Honeymoon Island wäre diese kleine Insel. Da sieht man, dass die hier noch mit dem Festland verbunden ist. Also dort kann man hinfahren. Und eigentlich ist es, klebt jetzt sehr nah aneinander, aber hier wäre dann Kaladesi Island. Da ist tatsächlich dann ein bisschen mehr dazwischen, dass man eben dort mit der Fähre runterfahren müsste. Und vor De Soto Park, das war ja der andere Nationalpark oder Naturpark, der wäre ganz im Süden hier. Da kann man auch, da fährt auch eine Brücke hin und da kann man auch mit dem Auto direkt ranfahren. Allerdings nur bis zu einem bestimmten Parkplatz, weil das ja Naturschutzgebiet ist. Ja. Und man sollte also nicht da durchfahren dürfen. Um also die Distanzen so ein bisschen einordnen zu können, jetzt vom Flughafen bis Gulfport runter kam die Frage, wie lange braucht man da mit dem Auto ungefähr? Vom Flughafen? Mhm. Okay, also was man hier auf dieser Karte jetzt schlecht sieht... Ach, von Tampa, Entschuldigung, von Tampa. Nicht okay. Von St. Pete, ja, Entschuldigung. Ja,
Okay. Also was man jetzt hier schlecht sieht, ist, dass diese, dass das Festland mit Brücken verbunden ist zu unseren Inseln. Und man würde jetzt wahrscheinlich diesen Causeway, der ist ungefähr hier, leg mich nicht fest, aber das wäre so der direkte von Tampa hier rüber, das ist auch eine Schnellstraße. Und nach Gulfport jetzt von Tampa würde ich schon eine Dreiviertelstunde, 50 Minuten rechnen. Ja, aber auf jeden Fall halbwegs überschaubar. Ja, 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 ja. Also das so für einen Tagesausflug oder sowas wäre das überhaupt kein Problem. Mhm. Okay. Mhm. So, ja. Dann waren wir bei den sehenswerten Orten. Bleiben wir bei den sehenswerten Orten. Und das ist sowas, da behaupte ich, da kommt so fast keiner hin. Auch nicht die Leute, die bei uns einen Strandurlaub buchen und mehrere Tage da sind. Das ist so schade, weil wir haben über 8000 Hektar Naturparks und Reservate. Und dieses linke Bild, es sieht wirklich so aus. Es ist grün, 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 soweit das Auge reicht. Was toll ist, weil wir wollen ja die Natur nicht zerstören, indem wir sie touristisch erschließen, sind diese Boardwalks. Das heißt, man kann also durch diese Naturschutzgebiete laufen, ohne ihnen zu schaden, weil man ist ja oben drüber. Für die Fußgänger ist das angenehm, weil ich werde immer gefragt, oh, gibt es da viele wilde Tiere und so weiter. Ja, also die Moskitos werden von den Boardwalks nicht abgehalten, aber die Alligatoren zum Beispiel befinden sich unten auf dem Boden. Ja, also es gibt Alligatoren, natürlich, die sind auch relativ scheu. Also man darf sich das nicht immer so vorstellen, dass die einen dauernd angreifen wollen und aufessen wollen. Und hier in dem Fall sind sie sowieso, wären sie auf dem Boden, man könnte sie von oben beobachten. Und was auch ganz, ganz toll ist, ist diese Wildvögelvielfalt, die man natürlich dann in den Baumkronen auch viel, viel besser sehen kann. Ja, und dieses Whedon Island liegt etwas südlicher von St. Petersburg, der Innenstadt, quasi auf der strandabgewandten Seite. Also ich meine, wir haben ja, wie gesagt, überall Wasser, aber die Strände wären ja auf der westlichen Küste und wir sind jetzt im östlichen Bereich, quasi Richtung Tampa rüber. Und ich behaupte einfach mal, dass viele gar nicht dorthin finden, weil sie nicht wissen, dass sowas existiert. Und der Eintritt ist völlig kostenlos. Also man braucht nichts zu buchen. Man kann einfach spontan entscheiden. Man muss auch nicht den ganzen Tag dort verbringen. Es sind natürlich etliche Kilometer, die man da bewandern kann. Man kann sich auch Kanus leihen. Da gibt es auch kleine Wasserwege, wie man hier vielleicht ein bisschen sehen kann. Da ist ja auch viel Wasser. Und einfach dieses ursprüngliche wilde Florida erleben. So. Da wir von Natur- und Tierschutz sprechen, möchte ich natürlich ganz gerne zwei super Einrichtungen hochhalten, die Fahne hochhalten und immer wieder erwähnen. Das Clearwater Marine Aquarium ist bestimmt eines der berühmtesten Einrichtungen, Heimat von Winter und Hope. Mein Freund der Delfin, die Filme, die werden wie gesagt auch vorgeschlagen auf dieser Website, die ich vorhin genannt habe. Und da einfach nur so als Tipp, dass man vielleicht auch sich mal ein Kombi-Ticket überlegt. Die haben nämlich auch Kombi-Tickets. Das ist nicht nur Museumseintritt, sondern auch mit einer Bootstour inbegriffen. Das heißt, man fährt mit dann diesen Tierpflegern raus und die erklären dann ganz viel von der Küstenlandschaft und von den Gewässern vor Ort und wie sie ihre Arbeit machen. Die nehmen dann Proben aus dem Wasser und da kann man live dabei sein. Das ist eine ganz tolle Sache. Und ich habe da mal Preise rausgesucht. Also zum Beispiel der Eintritt für das Clearwater Marine Aquarium alleine kostet zwischen 22 und 23 Euro. Was jeder Euro wert ist, weil das ja eine gemeinnützige Einrichtung, die lebt nur von diesen Eintrittsgeldern und Spenden. Und eine Bootsfahrt, also zum Beispiel, wenn man jetzt das Tropical Family Adventure nimmt, das kostet gerade mal 1 Euro mehr. Also das ist dann zwar auf bestimmte Zeiten, weil es halt ein Family Adventure, das ist so nachmittags zwischen 4 und 6. Und da ist der Eintritt inklusive und eben so eine Bootstour. Also da lohnt es sich schon mal auf die Seite zu gucken und vielleicht so ein Kombi-Ticket zu kaufen. Hört sich gut an, ja. Ja, und das andere ist for the birds, wie die Amis sagen. Das Seaside Seabird Sanctuary, das ist mein Zungenbrecher immer. Das ist für die Wildvögel und das ist weniger bekannt, obwohl es das größte Wildvögel
Krankenhaus in den USA ist. Und da werden Tausende von Vögeln jedes Jahr gesund gepflegt. Das Lustige dabei ist, also ich habe es auch mal besucht, dass die werden natürlich alle in die Freiheit wieder entlassen. Aber diese lieben Vögelchen merken sich natürlich die Fütterungszeiten und die sind dann alle pünktlich, wenn es da Futter gibt. Da kommt man sich fast vor wie bei Alfred Hitchcock. Wenn du da am Strand stehst, kommen die wieder angeflogen und versuchen dann doch den einen oder anderen Fisch noch mit zu ergattern. Also unbedingt zu besuchen, sehenswert. Das ist in Indian Shores. Das liegt zwischen Clearwater Beach und St. Pete Beach. Also wenn man zum Beispiel von Clearwater Beach aus dorthin fahren möchte, das wäre vielleicht 20 Minuten Fahrt, länger ist das nicht, Viertelstunde. Und es kostet keinen Eintritt. Die freuen sich wie Bolle über jeden Besucher, wenn sie denen was erklären können. Und wenn man da noch $2-3 spendet, da lässt, dann ist jedem geholfen. Also es ist ein schöner Ausflug. Ja, so, weiter geht's mit Insider-Tipps und Geld sparen. Wir sind ja ein sehr naturverbundenes Gebiet und deswegen legen wir auch großen Wert auf öffentliche Verkehrsmittel tatsächlich. Wir haben unsere Trolleys überall langfahren. Der Beach Trolley oder auch Jolly Trolley genannt, fährt, wie der Name schon sagt, die Beach Area entlang. Also man könnte zum Beispiel, wenn man in Clearwater in St. Pete Beach ein Hotel hat, könnte man auch locker mit diesem Trolley nach Tarpon Springs hochfahren oder Gulfport. Also diese ganzen Städtchen sind miteinander verbunden mit diesem Trolley. Der kostet $1,50 war es das letzte Mal für hin und zurück oder $2,50 für ein Tagesticket, dann kann man den ganzen Tag mit rumfahren. Und viele Hotels haben diesen Trolley-Pass sogar inklusive. Also da kann man ein- und aussteigen, wie man möchte, und den mal nutzen und ja, den Mietwagen stehen lassen. Das andere, der St. Petersburg Trolley, der fährt dann in die Innenstadt und in der Innenstadt, der ist sogar komplett kostenlos. Ich lese gerade für Rollstuhlfahrer geeignet. Ja, also erstmal haben sie dieses runterlassbare Trittbrett oder wie man das nennt. Und dann ist also auch der Busfahrer da, der Hilfe anbietet und so weiter. Also bei meinem letzten Besuch habe ich das mitbekommen. Der steigt dann aus und hilft damit und wenn da irgendwie Hilfe benötigt wird. So, also der St. Petersburg Trolley ist komplett kostenlos, weil die nämlich an einer natürlich autofreien Innenstadt arbeiten, was sehr schön ist. Man kann aber mit dem Auto in die Innenstadt fahren. Es gibt auch viele Parkplätze, aber ganz ehrlich, der Trolley ist entspannter. Ja, und der Pinellas Trail, das ist eine einmalige Sache, glaube ich, in Florida. Das sind 65 Kilometer. Das war eine alte Eisenbahnlinie. Da, die hat man gerade gemacht. Und hat dann gesagt, okay, wir geben sie nicht frei als Straße, sondern die ist nur für nicht motorisierte Fortbewegung. Also für Jogger, Fahrradfahrer, Inline-Skater etc. Und man braucht nicht unbedingt sein eigenes Equipment da mitbringen. Man kann also Fahrräder dort entlang der Strecke mieten. Man muss auch nicht die 65 Kilometer komplett fahren. Eine Kollegin von mir hat das gemacht, die ist dann vielleicht mal 20 Kilometer gefahren und konnte dann an der anderen Stelle das Fahrrad also wieder auch abgeben. Auch der ist natürlich sehr gut für Rollstuhlfahrer geeignet, einfach um von A nach B sportlich sich zu betätigen. Und der Fahrradverleih ist auch nicht wahnsinnig teuer. Also das waren, ich glaube, $15 für One-Way und das hätte sie auch den ganzen Tag behalten. Und von wo nach wo geht der? Der geht tatsächlich auch von Tarpon Springs bis nicht ganz runter, nicht vor DeSoto Park, sondern der macht dann so einen Knick nach St. Petersburg rüber in die Innenstadt. Also so wie quasi die Eisenbahn damals auch gefahren ist. Der verbindet auch die Orte miteinander. Sehr schöne Idee. Mhm. So, ja, jetzt bleiben wir weiter im Grünen. Die ganze Zeit war das Hauptthema ja Umwelt, Umwelt, Umwelt. Und wie umweltschonend können wir unsere Regionen noch verkaufen. Natürlich muss man hinfliegen, das ist keine gute Umweltbilanz. Aber vor Ort haben wir, und nicht erst seit Kreta, sondern seit sehr, sehr langer Zeit, ganz viel umweltbewusste Aktionen. Das ist einmal das Green Lodging Programm für Gesamtflorida, das sind nicht nur wir vertreten. Vielleicht kennt das der ein oder andere. Das sind für besonders umweltfreundlich engagierte Unterbringungen.
Unser eigenes Programm nennt sich Ocean Allies. Da sind auch Unterbringungen zwar angeführt, aber mehr auch so Geschäfte, Restaurants, Bars etc. Also das ist so alles, was für uns teilweise schon selbstverständlich ist, dass man kein Plastikgeschirr benutzt, keine Plastikstrohhalme, dass ja auch so Sanitäranlagen eben mit recyceltem Wasser betrieben wird oder Solarstrom und so weiter. Also die sind alle dort geführt und es werden ja im Moment, stockt es ein bisschen, aber ansonsten wird es von Tag zu Tag mehr. Das letzte Mal, als ich reingeguckt habe, waren es, und wo hat es mir aufgeschrieben, ich glaube schon über 40, die dann da gelistet sind. Und ja, wie gesagt, to be continued. Unsere Sonnencreme, wer mich schon bei anderen Vorträgen oder bei Seminaren oder sowas erlebt hat, da verteile ich sie auch gerne. Das ist ReefSafe. Das ist nicht wirklich was Neues, aber nach wie vor eben finde ich es sinnvoll, darauf hinzuweisen, dass es eben doch diese, immer noch Sonnencreme gibt, diese wasserfeste, die sich nicht im Meer auflöst. Die gibt Substanzen ins Wasser ab, die sich nicht auflösen und damit die Riffe schädigen, die Korallenriffe. Und diese spezielle ReefSafe Sonnencreme ist entwickelt worden, damit das eben nicht passiert. 100% ökologisch abbaubar, ist vor Ort zu beziehen, wird von St. Pete Clearwater unterstützt. Kann man natürlich auch generell kaufen. Ich, in Deutschland habe ich sie noch nicht gesehen. Wer sich da informieren möchte, einfach mal auf die Website gucken. ReefSafeSun.com nennt sich das. Aber wenn man ReefSafe an sich Sonnencreme eingibt, dann findet man das auch in der Suchmaschine. Ja, und das letzte Element ist das Feuer. Ja, was gibt es an der Westküste Florida, was an der Ostküste nicht gibt? Die feurigen Sonnenuntergänge. Und das ist natürlich, da sind wir sehr gesegnet mit und da kommt auch gleich ein weiterer Insider-Tipp. Wer in Clearwater Beach sowieso sein Hotel hat oder nicht weit davon entfernt, dem empfehle ich auf jeden Fall einen Abend das Sunset at Pier 60. Das Pier 60 ist dieser lange Steg, der da in Clearwater Beach reinragt ins Meer. Und da wird jeden Abend der Sonnenuntergang gefeiert. Und das ist völlig kostenlos. Ich habe hier mal ein paar Bilder mitgebracht. Also man kann rausgehen auf den auf diesen Steg und mit den Leuten dann feiern. Es wird Live-Musik gespielt. Es gibt Verkaufsstände. Also es sind ganz viele ortsansässige Künstler. Und es gibt sogar einen kostenlosen am Strand. Also Clearwater Beach ist ja ein riesiger, schöner, weiter, weißer Sandstrand. Auf dem Strand dann ein Sunset Cinebar. Auch das ist kostenlos, man setzt sich einfach dazu. Ich habe es letzte Mal nicht gemacht, weil sie dummerweise, und das fand ich sehr geschmacklos, den Film Der weiße Hai. Und da muss ich sagen, hey Leute, das ist ja kontraproduktiv, was ihr hier macht. Und übrigens, Haie haben wir nämlich nicht im Golf von Mexiko, dafür ist das Wasser zu warm. Die Wassertemperaturen können im Sommer bis auf 30 Grad ansteigen im Golf von Mexiko. So by the way, könnte man vielleicht auch noch fürs erwähnen. Protokoll, genau. Also Haie mögen kein warmes Wasser. So vielleicht hat sich mal einer in die Tampa Bay, glaube ich, verirrt irgendwann mal. Aber ja, wir haben keine Haie zu bieten. Die hauen dann schnell wieder ab. Ja. Und deswegen finde ich es auch ziemlich doof, so einen Film zu zeigen, anstatt einen romantischen Sonnenuntergang. Schnulze, aber okay. Es waren ziemlich viele Leute da, ja. Ja, also einfach mal kostenloses Sunset Festival mit vielen Künstlern, Gauklern, Jongleuren, Akrobatiken und so weiter. Also es ist einfach eine tolle Stimmung. Und nicht nur Tourismusattraktionen, sondern da gehen die Einheimischen auch regelmäßig hin. Ja, wo bringe ich jetzt St. Pete, Downtown St. Pete unter? Das darf natürlich nicht fehlen. Ich habe es jetzt tatsächlich mal ins Feuer gepackt. Es ist eine feurige, lebhafte Stadt und manchmal ist es schade, dass viele erst nach Sonnenuntergang, klar, die sind den ganzen Tag an den Stränden und nachts zum Nightlife gehen sie nach St. Pete. Es sei ihnen gegönnt, aber sie verpassen was, weil tagsüber ist diese Stadt natürlich auch wunderschön. Und zwar ist St. Petersburg die Kunststadt Floridas. Alles angefangen hat es wahrscheinlich mit dem Dali-Museum, da sage ich gleich noch was dazu. Aber mittlerweile, was so faszinierend ist, und auch das
kostenlos, die mittlerweile über 600 Gebäudemalereien in der City. Man kann sich im Infobüro, also im Tourismusbüro von St. Petersburg eine Karte auch geben lassen, damit man keins davon verpasst. Da sind sie dann fast alle verzeichnet, außer die, die gerade entstanden sind. Und im Oktober gibt es jedes Jahr sogar ein Riesenfestival, wo dann aus aller Welt tatsächlich Street Art Künstler in die Stadt kommen, dann neue Flächen zugeteilt bekommen. Und so addiert sich das jährlich sowieso und fast monatlich, kann man sagen. Also das ist für Kunstliebhaber, man kann super Bilder machen. Ja, und man läuft einfach durch die Stadt und ist von riesigen und kleinen Kunstwerken umgeben. Ja, Kunstwerk. Jetzt sind wir bei den Museen. Ich habe mal zwei rausgepickt. Wir haben noch viele, viele mehr Museen, kleinere, größere. Wie gesagt, das berühmteste ist wahrscheinlich das Dalí-Museum. Wir waren jetzt letztes Mal in der Chihuly Collection. Das ist, Chihuly ist ein Glaskünstler. Und das war sehr faszinierend. Also man sieht hier auch ganz, ganz klein meine Töchter. Die waren total happy, weil man durfte dort eigene Fotos machen. Also es ist nicht so ein steifes Museum, wie das alles hinter Vitrinen verschlossen ist, sondern man kommt ganz nah an diese Kunstgegenstände ran. Man darf dort fotografieren, posen, wie man möchte. Die ermuntern einen sogar noch dazu, das klar auf sozialen Medien dann zu verbreiten. Werbung. Aber das ist mal ein ganz anderes Museum und sehr, ich glaube tatsächlich für die jüngeren Leute sehr, sehr attraktiv. Ja, also ich kenne Chihuly aus Seattle. Euer Museum kenne ich nicht, aber tatsächlich, es hört sich natürlich super unspektakulär an, wenn man liest, es gibt ein Glasmuseum oder irgendwas. Genau. Aber es war tatsächlich in Seattle, Chihuly war das Coolste, was wir in Seattle gemacht haben. Also diese Kunstwerke, das ist so surreal, so faszinierend, so gut beleuchtet auch. Also ich gehe einfach mal davon aus, dass das bei euch genauso sein wird. Ja. Also es ist nicht einfach ein Gebäude genommen, sondern dieses ganze Gebäude wurde extra für diese Ausstellung errichtet und geplant und diese ganzen Lichteffekte sind dementsprechend super. Also definitiv nicht vom Titel Glasmuseum abschrecken lassen. Das ist was sehr, sehr Cooles. Genau. Ja, und Dalí brauche ich nicht so viel wahrscheinlich dazu zu sagen. Wir sind die größte Ausstellung von Dalí-Werken außerhalb Spaniens. Und alle, die sagen, oh, bleib mir weg mit Dalí, die müssen sich das wirklich mal antun. Also ich hatte mit Dalí auch überhaupt nichts am Hut. Und jetzt wurde ich gezwungen, in dieses Museum zu gehen. Und es ist einfach erschlagend, berauschend. Noch dazu haben wir in St. Petersburg ganz viele dieser Masterworks. Also die gehen über eine ganze Wand entlang. Die sind, weiß ich nicht, 3 auf 10 Meter groß oder sowas. Und da kann man richtig eintauchen. Und Dalí, also auch hier der Tipp, vielleicht so eine Audioführung wenigstens zu nehmen, da braucht man ein bisschen Erklärung zu. Und wenn man aber da dann die Erklärung findet, dann kann man in diese surrealistischen Welten super toll eintauchen. Ja, und hier, wie viel kostet sowas? Sie sind nicht ganz billig. Also Chihuly liegt so ungefähr bei 18 Euro. Dalí ungefähr bei 23 Euro umgerechnet. Aber wenn man, und das ist jetzt nicht wirklich ein Geheimtipp, weil es steht auf der Webseite, aber Donnerstag von 17 bis 20 Uhr, da haben sie auch länger geöffnet, weil sonst macht es, glaube ich, um 18 Uhr schon zu, ist ermäßigter Eintritt und zwar die Hälfte des Preises. Also kommt man da schon für 11 Euro sowas ins Dalí-Museum. Wenn man das entsprechend planen kann, dann sollte man vielleicht den Donnerstag vorziehen. Ja. So, und eine Besonderheit gibt es im Dalí jetzt nicht seit heute, sondern schon seit 2 Jahren. Aber ich glaube, die meisten laufen einfach dran vorbei, weil es ist so ein extra kleines Räumchen. Und das nennt sich Dalí Dreams. Und das geht, da behandelt man Dalís Werk mit Virtual Reality. Das heißt, man bekommt so eine Brille aufgesetzt, ist auch im Preis inbegriff, muss man nicht extra zahlen. Man muss sich aber vorher in so eine Liste eintragen, weil es gibt natürlich nur begrenzte Plätze. Deswegen weise ich darauf hin, wenn man schon mal da ist, vielleicht sollte man
ja, da als erstes hingehen und sich in diese Liste einschreiben, weil das ist eine super Erfahrung und nochmal ganz anders in Dalis Werk eintauchen. Ich habe ein kleines Video mitgebracht. Ja, genau, schauen wir uns einfach mal an, wie das dann aussieht. Mhm. Ja. Ich finde es total spannend. Also ich habe auch wirklich überhaupt nichts mit Dali zu tun, aber dieses Konzept, aus so einem einfachen Bild eine ganze Welt zu erschaffen, finde ich total, total spannend. Es ist irre. Also da wird dann aus dem spinnischen, spanischen Künstler plötzlich ein Kreator für ja, Fantasie, Reise, Welten. Also man guckt die tollsten Fantasy-Filme und im Endeffekt ist das einfach nur, das ist jetzt nur ein Bild von seinen. Leider haben sie es nicht mit allen Bildern gemacht. Vielleicht kommt das ja noch irgendwann. Aber das ist ein tolles Erlebnis. Und wie gesagt, es ist inklusive. Man muss nur vorher von gehört haben und dann eben diesen Raum aufsuchen und versuchen, da noch einen Platz zu kriegen. Ja, dann gehen wir zu was wirklich Neuem. Da kann ich noch gar nicht viel zu sagen, weil ich auch nur Pressemitteilungen bis jetzt gelesen habe. Vielleicht kennt der ein oder andere das berühmte Pier in St. Petersburg, was sie uns leider abgerissen haben. Es war eine auf dem Kopf stehende Glaspyramide. Das war also damals die Riesen-Highlight-Sensation. Es wurde jetzt ein neues Pier errichtet. Sie haben ja nicht diese ganzen Stege und die Plattform und so weiter weggemacht. Sieht ganz anders aus, hat also nicht mehr dieses Glas-Pyramiden-Konstruktion. Aber das Konzept ist auch völlig anders. Also es wurde eine Riesenfläche daraus, es wurde vergrößert, diese Plattform. Und im Endeffekt ist es so, so habe ich das verstanden, wie gesagt, ich kenne die Bilder auch bis jetzt nur so, als Recreation oder ja, Erholungsort. Das ist ein riesiger Park drumherum, da kann man joggen gehen, ganz viele Bäume gepflanzt, dass es schön schattig ist, mit Fußwegen, Radwegen und aber auch ein großes Bildungszentrum und ja, natürlich Restaurants, Bars etc. Ein Spa, Beach, also da ist scheinbar eine kleine Strandecke auch irgendwie errichtet worden. Also es soll wirklich zum Abschalten, raus aus der City, Erholung dienen und ganz, ganz, ganz viel bieten für jedermann, von kleinsten Kindern bis zu den ja, Senioren und Kunstinteressierten und. Ob die Eröffnung am 30. Mai stattfindet, weiß ich noch nicht. Bis jetzt steht es noch so auf der Internetseite. Schauen wir mal. Ja. Schauen wir mal. Drücken wir mal die Daumen. Genau. So, und jetzt relativ zum Schluss sind wir schon mittlerweile. Das ist wirklich was, was mir am Herzen liegt. Wir haben fast jeden Tag irgendwo ein Event auf dieser kleinen Halbinsel. Die feiern einfach gerne, die stampfen dauernd irgendwas aus dem Boden, im Moment weniger, aber dürfen sie auch nicht. Aber allein so Sachen wie das Clearwater Marine Aquarium entlässt eine geheilte Meeresschildkröte wieder zurück in den Ozean. Man sieht, wie viele Menschen da dabei stehen und klatschen. Und man muss nur wissen, wann und wo sowas stattfindet. Und ich glaube, dass das einfach
in seinem normalen Urlaub ein ganz, ganz tolles Erlebnis ist, da dabei zu sein. Das findet immer mal wieder statt. Die informieren natürlich drüber. Dann haben wir diese Events-Seite, wo alles Mögliche draufsteht, von großen Events über Autorennen quer durch die Innenstadt, wäre links unten, als auch so Beachpartys oder Food and Drink Festivals. Und da sind also auch, ich würde mal sagen, 3/4 der Events sind kostenlos. Man muss einfach nur wissen, wo, wann, was stattfindet. Und dann geht man an dem speziellen Tag mit hin und feiert da mit. Und ich habe schon einige gehabt, die gesagt haben, die dann später bei mir angerufen haben und gesagt, oh, toller Tipp, das war der schönste Urlaubstag von den 14 Tagen, die ich da war. Das war wirklich so ein Highlight, weil man ja mit den Einheimischen, mit allen drumherum eben gefeiert hat und der ganze Tag war weg wie nix. Ne? Also visitspc.com ist unsere offizielle Website und da einfach mal unter Events klicken. Da kann man auch seine Reisedaten eingeben. Ich mache das auch, wenn ich jetzt eine Woche rüber fliegen würde, dann würde ich, dann gebe ich da die Reisezeit ein und kriege eine Liste von allem, was da stattfindet. Mhm. So. Reisezeit, gutes Stichwort, ne? Genau, können wir mit Algen vielleicht verbinden? Genau, habe ich gerade gesehen. In der nächsten Frage, ja. Ja. Also, natürlich ist für uns Europäer, glaube ich, die Frühjahr und Herbst die schönste Zeit, weil es nicht ganz so heiß ist, wobei ich auch immer gerne Lanze breche für den Sommer. Ich habe es einfach aufgrund der Schulferien immer im Sommer machen müssen und es ist nicht so unerträglich heiß, wie man sich das immer vorstellt. Der Sommer ist eine Regenzeit, ja, aber es regnet vielleicht eine halbe Stunde am Tag und das ist auszuhalten. Und wir hatten also jetzt letzten Sommer hatten wir um die 30, 31 Grad Lufttemperatur. Da war es in Deutschland teilweise heißer. Allerdings, wie ich vorhin schon mal gesagt habe, Wassertemperatur auch 30 Grad. Das ja, ist halt die der richtige Abkühlung, ja. Karibische Einfluss, Golf von Mexiko. Also vielleicht dann doch die kalte Dusche vom Hotel dann noch zur Abkühlung dazu nehmen. Ja, die Algenplage. Also es wird Red Tide bei uns genannt, was ein unschöner Name ist. Aber ich bin froh, wenn man von Algenplage spricht und nicht von blutverseuchtem Wasser, weil das Wasser färbt sich tatsächlich rot. Und es schwimmen auch die ein oder anderen toten Fische auf der Wasseroberfläche. Aber das ist tatsächlich das Blühen der Algen. Die blühen rot und geben entsprechend ätzende Stoffe ins Wasser ab, davon sterben die Fische. Und deswegen ist das kein blutrotes Wasser, sondern es ist algenblütenrotes Wasser. Für empfindliche Menschen natürlich nicht schön. Also man könnte theoretisch trotzdem weiter baden, aber es kribbelt ein bisschen auf der Haut. Es wird auch von abgeraten, weil es die Augen und Nase reizen kann. Wir hatten es letztes Jahr, 2019, verstärkt. Das hängt einfach mit der Strömung zusammen und tatsächlich auch mit den Temperaturen. Wir hatten einen ziemlich heißen Sommer und umso heißer es ist, umso stärker blühen die. Allerdings muss man auch hier sagen, das ist partiell unterschiedlich. Also wir hatten die Red Tide Warnung und teilweise gesperrte Strände in Indian Rocks Beach und 10 Kilometer weiter in Clearwater Beach war nichts. Oder St. Key Beach war offen und St. Pete Beach dann auch weiter südlich und dazwischen waren welche, die geschlossen waren. Also es ist nicht so, dass dann die ganze Küste für Monate abgeriegelt ist, sondern das kann sich von Woche zu Woche ändern. Und es ist tatsächlich auch so, dass man einfach eben ein paar Kilometer weiterfährt und da ist dann gar nichts. Also habt ihr dann bei euch auf der Website auch irgendwie Infos, welche Strände offen sind und welche nicht? Ja, natürlich. Bei Red Tide ist das ist auch diese VSPC-Info-Seite, die halt jetzt von Corona in Beschlag genommen würde. Auf dieser VSPC-Info-Seite würden dann auch so Sachen wie Red Tide und so weiter. Mhm. Und generell, in welcher in welchen Monaten kann das auftreten? Ja, wenn es halt besonders heiß ist. Also eigentlich haben wir es hauptsächlich jetzt in den Sommermonaten beobachtet. Wenn es jetzt im März schon besonders heiß sein sollte, dann auch. Aber das
kann ich mich nicht erinnern, dass das schon mal war. Also es ist eher so Juni, Juli, August. Vielleicht noch kurz zur Reisezeit, weil ich gesagt habe, Frühjahr, Herbst. Ein richtiger Tipp ist so September, Oktober. Da werden jetzt einige aufheulen und sagen, oh, Hurricane. Ja, ich weiß, offiziell fällt das noch in die Hurricane-Zeit, aber wir in St. Pete Clearwater haben beschlossen, keinen Hurricane mehr reinzulassen. Nee, Spaß beiseite. Also wir sind ein recht, toi, 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 von Hurricane gut verschontes Gebiet. Warum, weiß ich nicht. Der letzte, der uns treffen sollte, wo wir die ganze Halbinsel evakuiert hatten, war Katrina. Das ist ja dann weiter südlich eingeschlagen in New Orleans. Aber also Nummer eins, braucht überhaupt keine Angst zu haben, weil es mittlerweile so tolle Warnsysteme und so super Evakuierungspläne gibt. Und das zerstört auch nicht wirklich den Urlaub, wenn man dann da woanders dann untergebracht wird. Und zweitens sind einfach die Preise im September, Oktober sensationell. Ja. Und das Wetter, ja, vom Sommer her noch super schön. Also es ist wirklich, wer jetzt einfach mal den Hurricane beiseite lässt, ein richtig schöner Insider-Tipp, weil im März, also oder das Frühjahr, ist natürlich durch Ostern sehr, sehr teuer. Mhm. Ja. Ja. So, ja, jetzt haben wir zum Abschluss noch ein kleines Video, was so die ganze Region nochmal von oben zeigt. Also da sind auch tatsächlich, habe ich gesehen, alle vier Elemente drin. Von der Luft aus, über die Strände, die Erde, das Wasser und sogar das Feuer haben wir in dem Video mit untergebracht. Also einfach nur mal jetzt zurücklehnen, genießen und ja, nachher bin ich natürlich noch weiterhin offen für Fragen. Ja, kann losgehen. Es ist und bleibt einfach eine wunderschöne Halbinsel. Und ja, hier nochmal alles so ein bisschen zusammengefasst. Wie gesagt, brighter days ahead. Wir haben die sehr, sehr attraktive Flugverbindungen aus Europa nach Tampa und natürlich nach Orlando. Ich habe vorhin eine Frage gelesen mit den Airlines. Da habe ich ja am Anfang schon Lufthansa bietet nonstop und Direktflüge von Frankfurt nach Tampa an. Aus der Schweiz, von Zürich aus wäre es die Edelweiss und aus Amsterdam wäre es die Delta direkt nach Tampa. Aber natürlich nach Orlando jetzt alle Flüge aufzuzählen, das sind ja sehr, sehr viele. Also es gibt ja fast jeder Airline oder mit einmal umsteigen. Es gibt keine Ausrede, da nicht hinzufliegen. Dann Golf von Mexiko, also das Wasserelement, das klare, warme Wasser. Wie gesagt, es ist ein ganz anderes Klima als am Atlantik, auf der Ostküstenseite von Florida.
Wassersport kann man natürlich alles bedienen und eben die kostenlosen Tierbegegnungen, wenn man denn das Glück hat, die man zwar nicht buchen kann. Wobei, wenn man so eine Dolphin Cruise bucht, gibt es auch. Die garantieren Dolphinsichtungen. Und wenn man keine Delfine gesehen hat, dann kann man am nächsten Tag kostenlos nochmal wiederkommen. Also man fährt so lange Boot, bis man einen Delfin gesehen hat. Ja, dann die Erde oder die Strände. Wunderschön. Und sie sind nicht nur zu Corona-Zeiten leer. Also da gibt es auch wirklich Strandabschnitte. Wir so eben auch noch so ein Geheimtipp zwischen Clearwater Beach und St. Pete Beach gelegen sind Strandabschnitte, die so unbekannte Namen haben wie Indian Shores, Indian Rocks Beach etc. Da war ich mit meiner Familie eine Woche und da waren wir mit noch 4 anderen Leuten am Strand. Also da gibt es wirklich auch richtig schöne, leere Strände, nicht nur die Naturstrände, die ich vorhin vorgestellt habe, sondern auch Hotelstrände, die einfach ja weiter Sand und sonst nichts. Naturparks und Reservate, wie gesagt, 8000 Hektar einfach mal auch mal besuchen oder mit in den Reiseplan aufnehmen, und genauso die Küstenstädtchen. Ja, und dann das Feuer, Kunst und Kultur mit den Gebäudemalereien, einfach mal durch den St. Petersburg gehen, Dali genießen, Chihuly genießen. Und ja, wir sind alle gespannt auf das neue Pier und was da sich tut. Und die vielen, vielen Events jedes Jahr. Also meiner Meinung nach, wie gesagt, 26 Tage kann man locker füllen. Ja. 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 Also wenn ihr noch Fragen an Eva habt über St. Pete Clearwater, dann ist jetzt der Zeitpunkt. Also sehr gerne. Vielen Dank auf jeden Fall schon mal im Voraus, Eva, für das tolle Webinar. Also wie hier gerade auch schon im Chat steht, also das freut hat wirklich mich. Sehnsüchte geweckt. Ja, und, jetzt möchte man umso mehr reisen, auch wenn es gerade natürlich leider nicht geht. Na klar. Aber nee, ein sehr, sehr schönes Webinar zu einer sehr schönen Region. Ja, also wie gesagt, auf der vspc.info-Seite sind auch im Moment ganz viele Webcams, dass man sich da angucken kann, wie es da im Moment aussieht und sich reinträumen kann. Vielleicht ist das schon mal der erste Schritt. Genau, Anja sagt auch nochmal, brighter days ahead. Genau, das ist das, wo wir uns alle dran festhalten können. Jetzt, das ist genau das Motto, was wir brauchen, quasi. Ich bin sehr, sehr dankbar, dass das gestern noch reingekommen ist. Habe gedacht, ah, super, endlich mal eine gute Nachricht. Ja, genau. Dann. Genau. Wir warten noch mal kurz ab, ob noch Fragen kommen. Ansonsten, nächste Woche geht es jetzt natürlich schon weiter mit dem nächsten Webinar. Wir machen jetzt ja den Wochentakt. Nächste Woche Mittwoch um 10 Uhr hätten wir Discover Philadelphia und Atlantic City, also 2 Städte in einem Webinar, 2 sehr unterschiedliche Städte, die sich aber super verbinden lassen, beide sehr interessant, gerade Philadelphia, eine total spannende Stadt, die man oft nicht so richtig auf dem Schirm hat an der Ostküste, also auch da gerne mal reinhören nächste Woche, da sind bestimmt auch viele gute Tipps bei, die ihr vielleicht noch nicht auf dem Schirm hattet. Ansonsten, ich gucke nochmal, gibt es extra Infos für Rollstuhlfahrer, sehe ich hier gerade noch, ist eine Frage zu St. Pete. Habt ihr irgendwo noch irgendwas zu barrierefreiem Reisen auf den Webseiten oder so, Eva? Das ist eine gute Frage, müsste ich selber mal gucken. Wenn nicht, dann kann ich das auf jeden Fall anfordern. Vielleicht mir eine kurze E-Mail schreiben. Okay, genau. Ihr kriegt alle noch von Eva gleich oder später eine E-Mail. Mit ihren Kontaktdaten, dass ihr immer auch wisst, wo ihr Fragen hinstellen könnt, wo ihr Broschüren anfragen könnt. Also das bekommt ihr auf jeden Fall noch. Und genau, dann Horst, dann könntest du mit Eva nochmal kurz schreiben, dass ihr da nochmal ein paar extra Infos kriegt. Genau. Ich lese gerade Expedientenermäßigung. Das ist bei mir, bei uns so ein Thema. Wir hatten früher eine super Website, wo sich alle unsere Anbieter eintragen konnten, wer was anbietet. Die ist, ich weiß nicht warum, ist sie irgendwann mal verschwunden. Also im Moment ist es so, dass ich Anfragen gerne annehme und diese weiterleite. Ich kann leider keine Kontaktadresse oder eine Website nennen, wo man jetzt Expedientenermäßigungen für Museum A oder sonst was, Veranstaltung B oder sowas bekommt. Aber ich kann das gerne jedes Mal anfragen und weiterleiten und vielleicht gibt es ja diese Website irgendwann mal wieder. Im Moment glaube ich nicht, da haben sie anderes zu tun, aber ja, die Hoffnung stirbt zuletzt. Brighter days ahead. Genau. Sehr schön. Ja, gut.
Ich gucke gerade noch mal hier durch den Chat, aber ich glaube, da waren sonst keine viel. Dankeschön natürlich an dich auch. Ja. Aber ich glaube, Fragen habe ich jetzt keine übersehen, wenn ich es richtig sehe. Nee, ich glaube, Ja, dann haben wir jetzt erstmal alles abgearbeitet, was an gut. Fragen da war. Und wie gesagt, wir sind ja nicht aus der Welt. Bitte, bitte Genau. E-Mail schreiben oder anrufen oder wie auch immer. Also ich bin ja auch Auf noch jeden Fall. später erreichbar. Dafür bist du da. Genau. Sonst wird es mir langweilig. Ja, also Eva, nochmal vielen lieben Dank. Ein sehr tolles, sehr schönes Webinar. Freut mich. Und euch allen noch eine schöne Restwoche und wir hören uns hoffentlich nächste Woche wieder. Bis dahin. Ja. Tschüss. Tschüss.